hat sich. Ich bin froh, dich zu sehen, Hauptmann Robart. Ich hoffe, Heinrich hat dir alles erklärt. Hat er, aber ich kann es kaum glauben. Wer könnte solch ein kampfstarkes Heer aufstellen? Und das direkt vor unserer Nase? Das gilt es herauszufinden. Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht. Wer weiß, wozu sie in ein, zwei Wochen imstande sind, wenn wir sie jetzt nicht vernichten. Ganz deiner Meinung, mein Herr. Wie gehen wir vor? So, Junge, wir haben das Lager fast erreicht. Jetzt müssen wir behutsam vorrücken. Sag mir, wie es rund um das Lager aussieht, damit ich entscheiden kann, von welcher Seite wir angreifen. Herr, das ist eine große Verantwortung. Ich denke nicht, dass ich... Ich habe dir eine Frage gestellt, Junge. Du warst dort und hast alles gesehen, also rede. Es gibt drei Wege ins Lager. Den direkten Weg, dann einen langen Pfad, der durch die Wälder und über ein altes Wehr führt, und einen über eine schmale Brücke, über einem tiefen Graben. Sprechen wir zuerst über den direkten Weg. Klingt nach der einfachsten Herangehensweise. Wie sieht es dort aus? Dieser Weg führt rund um ihre Palisade. Sie ist befestigt und wird bewacht. Wir kämen höchstwahrscheinlich in einen Pfeilhagel. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht, aber wenn es die bessere Variante ist. Es ist ein langer Weg durch die Wälder und dort sind Patrouillen. Sie würden Alarm schlagen, bevor wir das Lager erreichen. Dachte ich mir. Was ist mit dem Zugang über die Brücke? Etwas eng für meinen Geschmack. Die Brücke ist schmal, aber würden wir sie überwinden, wäre das der beste Ort für einen Kampf. Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen vorbei. Bester Ort für einen Kampf. Aber die Brücke und die Bogenschützen, das ist keine leichte Entscheidung. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet, Herr. Und du wirst entsprechend belohnt werden. Es klingt, als sei die Brücke der beste Weg. Wenn wir schnell sind, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein. Wir greifen von Süden aus über die Brücke an. Männer, macht euch bereit. Vorwärts! Ja, Momo, Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance mitten im Angriff. Und ich habe mein Schwert noch gar nicht rausgeholt. Das? Okay. Das ist meine Maske, die ich anhabe. Das ist ja... Zur Gott, Brücke! Gott, rasch! Ich. Los, auf die andere Seite! So viele Heine, wie möglich! Weiter. Und haltet auf die Stellung! Wie lustig ist das denn? Ich komm schon, ich komm schon. Wo wollt ihr hin, Leute? Wo wollt ihr hin? Komm mal her! Komm doch mal her! Ach, verdammt. Okay, das ist, Leute, Hilfe? Keinen Schritt weiter! Sonst was. Und meine Leute machen das schon. Ich kümmere mich nämlich einfach um die Bogenschützen. Na, Bogenschützen? Oh Gott, der hat auch ein Schwert. Oh Gott, nein! Oma! Oh Gott! Nein! Lass mich! Oh, bitte! Okay, schlechte Idee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Formieren! Jetzt! Setzt ihnen nicht nach! Bleibt in Formation! So, ich könnte die Äpfel gebrauchen und die Groschen. Ihr macht das schon, ne? Oh, hier steht er. Oh, da war noch ein Jagdpfeil. Oh, ich bin überladen. Fuck. Egal. Äpfel, Groschen, Rüstungsset. Nur das, was ich brauche. Weil mehr kann ich nicht tragen. Pferd kann ich... Oh Mann, warum nicht? Ich brauche mein Pferd. Muss ich gleich gucken, was ich ablege. Oh, ein Silberring. Die anderen kämpfen und ich klaue nur Sachen. Auch nicht schlecht. Und Brot kann ich gebrauchen. Das gibt mir noch Energie. So, Verband ist auch nicht schlecht. Jetzt für die heute auch gerne mitgenommen, aber das kann ich knicken. So. Hornstrauchjagdbogen. Ja, gucken wir mal rein. Oh ja, schön die Bogenschützen. Halt, da war noch ein Langstreckenpfeil, habe ich gesehen. Oh, ich bin vollkommen überladen.
Und mir geht's auch nicht gut. So. Ich glaube, ich werde erstmal was essen. Genau. Wie sieht's mit meiner Sattheit aus? Weiß eigentlich. Naja. Ich brauche auf jeden Fall das Bier. Das Brot. Keine Ahnung, irgendwie bin ich durcheinander gekommen. So. Ja, muss ich gucken. Ich muss meine Sachen auf jeden Fall bald mal verkaufen. Och Mann, ist es vorbei? Also gut, Männer, der Weg ist frei! Auf sie! Sind irgendwo Leichen? Töte den Anführer der Kuman. Okay. Ihr macht das schon, ne? Ich hab zum Glück genug Männer mitgebracht. Die Bogenschützen! Rasch! Ach, das war herzig. Formiert euch! Vorwärts, marsch! Deinen Schritt weiter! Ich bin ein Held! Ich bin ein Held. Und dieser Helm ist echt nervig. Ich bin nur hier zum Plündern. Retterschnaps, oh mein Gott. Dankeschön. Hey! Hat er mich gerade die ganze Zeit angegriffen? Du kleine Potsau. Das hast du davon. Dich mit mir anzulegen. Oh, Dietrich, nice. Ich hoffe, ich werde nicht angegriffen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich während des Plünderns nicht getötet werde. Ich bin wirklich mutig, ich weiß. Ich bin der mutigste von allen. Ich sammle immer die Groschen ein. Oh, noch ein Dietrich. Metallschild. Ich muss eigentlich die Pfeile muss ich unbedingt mitnehmen. Oh, der Anführer ist tot. Ja, ich hab's gerissen, Freunde. Ich hab den Anführer auch getötet. Ich find's gut, dass sie alle Groschen dabei haben. Oh, ich würde am liebsten alles mitnehmen. Oh, da war Schnaps. Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! Mir geht's auch nicht mehr so gut. Ach, ich hätte am Anfang nicht so reinstürmen sollen. Ich habe mich für unbesiegbar gehalten. Dabei war ich nur ein kleiner Furz. Und nun nehmt das Hauptlager ein. Macht euch bereit. Genau. Das wird das härteste Gefecht. Wir packen das schon. Jetzt. Ich habe immerhin einen getötet. Ich habe was für die Gruppe getan. Mehr muss ich nicht machen. Ich glaube, den habe ich auch schon beklaut. So. Wo ist der Anführer? Hey, das ist noch ein Bogenschütze. Den schnapp ich mir. Au. Oh mein Gott. Ich bin, oh Gott, ich bin klinisch tot. Ich brauche einen Verband, ne? Ich hab mich um den Bogenschützen gekümmert. WTF. Tut mir leid, dass ich halt tot bin und weg muss. Ich kann Verband nicht nutzen, ne? Mit dem Kampf. Oh, ich werde verbluten. Ich werde verbluten. Oh mein Gott. Kämpfe dich bis zur Kirche durch. Oh, bitte nicht auf mich. Okay, holen wir. Nein, er schießt auf mich. Bitte, lass es. Oh mein Gott, ich kann mit dem Bogen nicht umgehen. Okay, Waffen.
Okay, der kumanische Bogen ist noch zu viel für mich, naja. Selbst der ist zu viel für mich. Ich kann nicht ein einzig... Ich kann nicht helfen. Ich bin unfähig zu helfen. Ah, scheiße. Nicht auf mich. Nein! Oh Gott, nein! Sanitäter! Sanitäter! Oh Gott. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Kann ich irgendwo schlafen gehen? Wir gucken mal, ob ich irgendwo ein Bett finde. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben. Bin so tot. Ja, nehmt die Kirche ein. Ich gucke, ob ich schlafen kann. Oh Gott, der Typ schießt aber noch auf mich. Ich bin halb tot. Ich brauche einen Sanitäter. Trödel, ich darf keine Zeit verlieren. Ach, leck mich doch. Der schießt immer noch auf mich. Hilfe. Hilfe. Was mache ich denn jetzt? Ich bin klinisch tot. Ich hätte mich nicht mit den Bogenschützen anlegen dürfen. Wieso ist das hier unten so laut? Achso. Verstärkung. Yeah. Ist ein Sanitäter dabei? Wieso sind da schon wieder neue? Oh nein, jetzt... Oh nein. Sag mir bitte nicht, dass das Event nochmal von vorne begonnen hat. Offensichtlich schon. Na gut. Bist du ein Feind? Nee, das ist doch ein Knecht. Du bist ein Feind. Auf ihn! Oh Gott, der tötet mich. Oh nein, okay, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Nein. Ah! Oh Scheiße. Der Weg ist frei. Auf sie. Okay. Wir sind wieder hier beim Karren. Wir haben gespeichert und ich habe kein bisschen Leben. Euch um die Bogenschützen. Rasch. Okay. Wir kommen uns um die Bogenschützen. Ich gebe mein Bestes, ich bin zu blöd zum Ziel. Hä? Mein Pfeil ist verschwunden. Krieg ich das hin? Alter! Ja! Oh Gott, jetzt. Oh Gott, jetzt sind sie hinter mir her. Nein! Was? Gemoro, du hast die Schlacht verloren? Hä? Warum? Ich wurde einmal mit dem Pfeil getroffen, es tut mir leid. Okay, ich gebe mein Bestes. Bam! Zielübung! Bam! Halt! Bleibt sofort still! Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! Formiert euch! Ich bin guter Ziel, ich ziehe richtig gut. Das Problem ist, jetzt laufen sie alle runter zu mir. Die letzte Runde war nicht schlecht. Ja, da habe ich total verkackt. Auf sie! Bin einfach gestorben. Auf sie! Boom! Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! Bin dabei! Ja. Ich muss sie einfach nur einmal hitten, dann werden sie nicht irgendwie aggressiv auf mich.
Eigentlich muss ich ein Bier trinken. So, was geht denn hier ab? Boom! Auf See! Au! Sag mal, hat man dir jetzt Gehirn geschissen oder was? Ich bin hier Unbeteiligter. Oh. Habt ihr das gesehen? Alter, ich habe mir voll das Leben gerettet. Jetzt tötet doch einer mal den Bogenschützen. Okay, der Anführer ist tot. Ich muss irgendwie was essen oder so, oder keine Ahnung. Ich ziehe mir ein paar Äpfel rein. Kriege ich dadurch Gesundheit? Nein, natürlich nicht. Ein Bier ziehe ich mir aber rein. So, jetzt habe ich nämlich nicht mehr so wackelige Hände. Okay, das ist ein Feind. Das habe ich gemerkt. Jetzt töte ihn doch einer. Bam, in den Rücken. Okay. Euch Schweine kriege ich auch noch. Ich bin nicht so gut im Zielen. Oh, ich habe ihn voll getroffen. Oh, ich habe ihn nochmal getroffen. Alter, guckt's euch an. Ich bin Profi. Kümmert euch um die Bogenschützen. Rasch! Ach, deswegen ist fehlgeschlagen, weil ich das nicht geschafft habe. Oh, Headshot, Alter. Headshot. Aber jetzt hat das auf mich abgesehen. Oh Gott. Und nun nehmt das Hauptlager ein. Macht euch bereit. Das wird das härteste Gefecht. Reit euch auf. Ich hab hier ein hartes Gefecht. Ich bin halb tot und muss hier gegen die Bogenschützen antreten. Alleine. Anstatt, dass mir irgendjemand hilft. Oh fuck, ich hab dich getroffen. Ach Mist. Okay, ich muss erst mal warten, bis er geschossen hat. Ich darf jetzt nicht sterben, ey. Oh Mist. Komm schon, der muss sitzen. Oh, Aufgabe abgeschlossen. Ich hab sie alle getötet. Okay. Okay. Ich brauche euer Stuff. Und dann kämpfe ich nämlich von oben. Schwert des Jägermeisters würde ich gerne mitnehmen. Wundpfeile. Ich muss einfach meine besseren Pfeile ausrüsten. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich brauche erstmal richtig den guten Stuff. Ganzen Pfeile. Okay. Nein, ich habe einen Scheiß mitgenommen. Oh, ich habe doch keine Zeit, mein Inventar zu managen. Okay, kein Problem. So, wir haben die Bogenschützen ansatzweise aufgesammelt. Wir nehmen neue Pfeile. Wir haben momentan den Kumanvogel, Kumanbogen. Mit dem verbesserten Jagdpfeilen. Ja, hier, Spitzpfeil, Alter. Ich habe zwar nur 4 Stück davon, aber egal. Ich habe natürlich meine anderen zu Hause gelassen. Ja gut, davon habe ich wenigstens 15 Stück. Okay, ich helfe euch als Bogenschütze. Oh, da ist ja noch jemand. Oh Gott. Habe ich ihn getroffen? Fuck. Oh mein Gott, er kommt runter. Heilige Scheiße. Das wird auch ein bisschen zu eng für meinen Geschmack. Was ist das für ein Bogen? Das ist ein Jagdbogen. Ich würde gerne alle Bögen mitnehmen. Ich würde gerne alles mitnehmen, aber ich bin jetzt schon überladen. Hilft das, wenn ich was esse? Ich ein bisschen Leben wieder. Also ich bin gleich auf jeden Fall überfressen, das weiß ich. Nee. Ich bin aber übelst überfressen.
Meine Hände sind verletzt, meine Brust ist verletzt, ich bin müde, ich bin überladen. So, jetzt muss ich nur raus, wer Freund und Feind ist. So. Oh! Ich kann nicht laufen. Ich knall sie einfach alle nieder. Ich glaube, die in den. Oh Gott. Ich glaube, wir haben gerade verloren. Ich glaube, das sind die Banditen, oder? Ja, das sind die Banditen. Oh mein Gott. Ich muss das schaffen. Ich muss den Typen vernichten. Komm, wehr dich. Oh, ich habe die Stärke verbessert. Nice, cool. Leider bringt mir das nichts, wenn ich gleich sterbe. Ich kann auch nicht weglaufen, weil ich nicht laufen kann, weil ich überladen bin. Oh. Oh nein. Oh bitte. Töte mich nicht. Das kannst du nicht tun. Ich muss zurück in die Schlacht. Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Ja. Ich werde da erstochen, wenn ich da reingehe, ey. Oh ja, ich habe ihn nochmal getroffen. Bitte töte mich nicht. Tu mir das jetzt nicht an. So hilf mir doch einer. Nein! 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 Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Kannst sofort stehen! Okay. Ich bringe mich in Position jetzt. Ich bin klinisch tot. Ich habe den Bogenschützen gekämpft ohne Ende. Ich weiß nicht, wer Freund und Feind ist. Ich baller da jetzt einfach rein. Ah, der Bogenschütze kommt runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich den treffe. Wo will man in richtigen Gefechten damals wissen, wer ist? Versuche einfach die irgendwie zu treffen, die irgendwie schlechter ausgestattet sind. Die mit den Holzschilden. Ich glaube, das sind unsere Feinde. Das Lager ist unser! Jetzt nehmen wir die Kirche ein! Bringt den Sturmbock und reißt das Tor nieder! Okay, der mit der Lanze. Bleibt zusammen und haltet die Stellung! Bleibt standhaft! Scheiße, Mann. Zumindest blute ich nicht. Ich helfe dir! Oh Gott. Okay, ich erledige das. Gib mir deine Groschen. Ah, da kämpft doch jemand. Ah, jetzt ist er tot. Auch Bandit, okay. Wir kriegen das hin, Freunde. Ich hab kein bisschen Leben, aber wir kriegen das hin. Oh Gott, ich habe einen Bogenschützen gehört. Einen Schritt weiter! Ja, er ist tot. Kein Schritt weiter! Aber wir werden von hinten angegriffen, oder? Töten Sie! Oh Gott, ist da noch irgendwo ein Bogenschütze? Ich weiß es nicht. Ach, die von unten kamen, das war gar nicht unsere Verteidigung. Unterstützung. Das war der Angriff von denen. Ich check das jetzt erst. Töten Sie! Oh, den habe ich gut getroffen. Bist du ein Bandit? Waffenknecht, sorry.
gerade ist da der Typ. Stand, ihr Hunde! Drängt sie zurück! Oh Gott, nein, ich bin doch halb tot, Mann! Oh nein. Ich werde dich zerstückeln, du Bastard. Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein scheiß Schwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch... Leck mich am Arsch. Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Du zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler, von dir herzukommen. Das ist mein verfluchtes Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Ich bin halb tot. Wie soll ich denn das gewinnen? Den Anführer der Banditen. Ja, geil. Verdammt. Wie soll ich denn das gewinnen? Dafür bezahlst du mit dem Leben. Das kann ich doch nicht gewinnen. Mit diesen paar HP. Scheiße. Wer ahnten sowas? Oh Gott, ich habe mein Schwert weggepackt. Oh, fokussieren. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Ich habe nicht mal einen Herzschlag. Meine Fresse. Oh, ich habe es geschafft. Mit ganz viel Leben. Seht ihr? Oh, ich habe alles gegeben. Ich hab Heu in Brand gesetzt. Ich habe immer zugeschlagen, wenn mehrere auf eingegangen sind. Ich war auch übelst der Feigling. Ich habe immer hinterrücks angegriffen. Und es hat irgendwie funktioniert. Hat mich auch nur eine Stunde Zeit gekostet. Ich musste so oft laden. Aber egal. Töte den Anführer der Banditen im Kirchturm. Das kriegen wir jetzt hoffentlich hin mit ganz, ganz viel Leben. Leicht ist es nicht. Was ich aber euch noch zeigen kann, ist, dass wir auf jeden Fall noch ein Stärke-Attribut bekommen haben. Das heißt, wir können den Bogen endlich führen. Wir können ihn endlich führen. So, wir haben Bollwerk. Gegnerische Angriffe mit deinem Schild zu blocken kostet dich 30. Deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Armor. Du kannst die Gesundheit und Ausdauer deines Gegners schwächen, indem du ihn beim Spurten anrempelst. Ja, das ist gut, das bringt mir jetzt in diesem Kampf auch nicht mehr viel. Deine Angriffe verursachen mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer, gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Schädelbrecher, es besteht eine 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit einem Treffer auf dem Kopf umhaust. Oha, oha. Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Jetzt habe ich ganz, ganz viel Leben, Dude. Oh. Neue Stufe erreicht für Schwert. Nice. Weiter neben. Ich meine, den Typen irgendwie aus seiner Verteidigung zu locken, ist richtig schwer. Ja! Kopftreffer. Scheißkerl! Selber. Na komm schon, du Hurensohn. Er gibt dein Bestes. Ups, ich hab geblinzelt. Scheiße. Aber ich hab keinen Schaden bekommen, alles gut. Verteidigung erhöht. Oh. Okay. Ich lief ja noch ganz gut. Na komm, dich krieg ich noch. Ich hab schon versucht, mich von hinten an ihn heranzuschleichen, geht aber nicht, weil wir im Einzelkampf sind. Sonst hätte ich ihn einfach umhauen können. Au. Du hast mich gegen die Ecke gedrängt. Ich kann nichts machen. Jetzt hör auf mit deinem Scheiß. Du bist zu gut. Das gefällt mir gar nicht. Ha. Okay.
Jetzt bist du am Arsch. Scheiße. Oh Gott. Okay, er hat mich aber nicht krass erwischt. Ah, okay, jetzt hat er mich krass erwischt. Gottes Willen, ey. Oh. Shit! Headshot! Headshot! Oh mein Gott! Headshot! WTF! Vergeudest hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihm vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es war noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, ihr habt recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Ein Headshot hat gereicht. Schön. Oh Gott. Was ein Stress. Dabei habe ich extra alles neu gemacht, damit ich mehr Leben habe.
Und dann habe ich einen Headshot verpasst mit meinem stärksten Pfeil, den ich hatte, mit 150 Schaden. Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. Ich kann endlich mit Pfeil und Bogen schießen, Leute. Mein Typ hat ja immer automatisch den Pfeil abgeschossen, weil er keine Kraft mehr hatte. Jetzt kann ich den selber abfeuern. Ja. Ja. Oh Gott, ja. Oh, endlich. Wir haben den Punkt erreicht, wo alles gut wird. Alles wird gut. Oh. Feuertaufe. Errungenschaft freigeschaltet, Wicht. Ja, gut. Als Dank für eure Dienste erhältst du von Herrn Hanusch deine eigene Kammer auf Burg Pirkstein. Cool. Gut, wo befinden wir uns gerade? Achso. Gut, Freunde, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich muss das Ding jetzt schneiden. Es krault mir davor ein bisschen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.